Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Im letzten Video hatten wir ein richtig geiles Bild mit dem Civil Defense Deck und dem Charakter Luca, bis irgendwann ein fetter hässlicher Ogre kam und uns weggeklatscht hat. Du baust hier von Scheiße! Ist das knapp gewesen? Daraufhin habe ich 6-7 Stunden richtig reingegrindet. Ich habe einige Karten freigeschaltet. Ich habe auch einen neuen Charakter jetzt, nämlich Lyle. Der hat etwas weniger Leben, dafür mehr Mana. Er kann nicht mehr eine einzelne Karte adjusten, so wie Luca, sondern er kann eine Karte mehr ziehen, die auf die Hand kommt. Und er kann immer noch alle Karten auf dem Feld discarden. Und das Besondere bei dem Charakter ist, dass er seine Hand nicht behält über die Runden. Man kann aber maintainen, sodass die Hand für die nächste Runde behalten bleibt. Wir werden in diesem Run mit dem Band of Thief spielen. Der Bild ist sowas von krank. Also wir haben einen Thief, wir haben einen Shield Vanguard, der immer gleich viel Verteidigung wie Leben hat. Nee, gleich. Der immer gleich viel Verteidigung wie Angriff hat. Und wir haben die Slinger. Und die carryen halt das Early Game immens. Man kann mit den Slingern keine Targets anvisieren, die greifen immer zufällig an, greifen aber auch von der Hand aus an. Deswegen wählen wir als erstes den Leather Glove, dass wir eine Handkarte mehr haben, also einen Slinger mehr auf der Hand haben können. Dann wählen wir den Twisted Branch. Jetzt werden wir für unsere Skills keinen Mana mehr verbrauchen, sondern das Dreifache an Kosten an Leben bezahlen. Und um das Leben wieder aufzufüllen, nehmen wir das Brot. Ich habe vorhin schon mal bis zum Ende durchgespielt. Ich habe das Spiel jetzt durch und ich hoffe, ich kann mit diesem Video jetzt diesen Run reproduzieren. So, wir fangen einen neuen Run an, gehen direkt rein und ich zeige euch die Slingshotter. Weil die sind absolut crazy. Wir sehen zu, dass wir hier drei verschiedene Farben haben. Hier unten nur Slingshotter und dann haben wir gewonnen. Nämlich. Aber die ersten drei Runden kann man gar nicht verlieren. Oh, wir haben direkt 35 mehr HP. Das ist sehr gut. Wir nehmen den Warrior mit. Und gehen in diesen Kampf rein. So. Den Warrior hätte ich gerne oben. Drei Slinger. Machen wir jetzt mal hier Full Damage mit Rot. So geht's nämlich auch. Leider keine Karte, die wir brauchen. Wir werden unser Deck diesmal etwas kleiner halten. Wir nehmen keine Karten mit, die nicht in unser Deck passen. So. So. Und ein Slinger. Wir können auch ruhig ein bisschen Schaden nehmen, aber wir heilen jede Runde um 8 Brot. um 8 Leben durch das Brot. Und noch ein Heilpotion für den Notfall. Aber wieder nichts, was wir brauchen könnten. Ah, das ist super ärgerlich. Haben wir hier Shield Required plus 2 ATK. Wir haben niemanden, der Schild gibt. Okay. Was für ein Artefakt haben wir? Bitte was Gutes. After receiving damage, next straight plus 0,5. Das ist ein sehr gutes Item. Sehr nice. Wir nehmen den rechten Pfad, um so viele Karten zu sehen wie möglich. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall mindestens 3 Key-Items. Gehen wieder auf Full Rot. Haben unten Slinger. Let's go. Jetzt nehmen wir etwas Schaden, aber das ist in Ordnung. Nice. Shield Potion. Der Skorpion ist ganz cool, aber dafür brauchen wir ein Poison-Bild. Wir schließen das. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Haben wir den Linken? Den Linken! Das war unlucky, das war super unlucky. Das kann man halt nicht beeinflussen, leider. Oh, wieder nichts, was wir kriegen wollen. Oh, ist das bitter. Ich hab Hoffnung für die Taverne.
Wenn es in der Taverne was Gutes gibt, dann ist alles wieder gut. So, wir werden diesmal discarden. Haben unten Slinger, oben nur rot. Sehr nice. Put all enemies to sleep with a 50% Chance. Okay. Und davon brauchen wir auch nichts. Das ist so... so sad, Mann. Hoffentlich finden wir etwas, was wir kaufen könnten in der Taverne. Den Black Cypher würde ich tatsächlich mitnehmen. Ist aber auch eine rote Karte, ne? Okay, wir verlassen ihn. Und nehmen Blau mit. Wenn Triple Water, all cards plus 100 Angriffen plus Death. Okay, die nehmen wir mal mit, ne? Die sieht cool aus. Die kenne ich noch überhaupt nicht. Die würde ich mir gerne mal anschauen. Direkt mal enchanten. In den mittleren Weg. Dann können wir nämlich da oben Linkschotter verbünden. Also zusammenschmeißen. Mhm. 32 Schild. Nice. Okay, der gefällt mir. Voll gut. Ah, ich hätte ihn nehmen sollen. Oh, er wäre tot gewesen. Das war richtig dumm. Ah, dieses blaue Wasserding, das gefällt mir. Attack-Signalist gefällt mir noch viel mehr, denn das ist einer der drei Key-Karten, die ich haben möchte. Wenn diese Karte links ist, hat die Karte rechts davon einen Angriff mehr. Nice, nice. Gelohnt, ne? Jetzt können wir aber Triple Water Damage machen. Und ein 32er Schild wieder. Zack. Das sind die beiden Slingshotter, die nicht rausgenommen haben an der Seite, ne? Das ist doch so. So, ich demonstriere euch jetzt den Attack-Dingsbums. So. Ah, der ist rot. Das heißt, er macht zu wenig Damage, um die rauszunehmen. Hm. Nee, wir wollen lieber straight. Machen wir das so von mir aus. So, mit links. Let's go. Wieder nicht getötet. Das ist so unlucky, ne? Oh mein Gott. So, Shield Potion. Nehmen wir mal mit. Counter Signalist. Ist die zweite Karte, die ich gerne im Deck haben möchte. Das ist nämlich der kleine Bruder von dem Attack-Signalisten. Jetzt ist, stell dir vor, die Karte ist hier links. So. Die Karte gibt einen weiteren Angriff an die mittlere Karte. Und der Counter-Signalist besagt, dass die Karte links von ihm einen Counter-Angriff bekommt. Das heißt, sie bleibt nach dem Angreifen auf dem Feld. Und wenn der Gegner angreift, dann countern wir und greifen wir zurück an. Und das tut er zweimal wegen dem Attack-Signalisten. Sehr geil. Okay, wir haben schon zwei wichtige Karten. Enchant von Card. Black Scythe. Hier resten wir wieder. Müssen wir nicht mehr Leben haben. Wollen wir noch sterben? Weil wir auch durch diese Spells hier Leben verbrauchen und nicht MP. Hm.
Hier würde ich sagen. Ah, da. Attacksignal ist da. Okay, Wir machen hier mal Full Red und dann halten wir an. Weiß eingeschlafen, sehr schön. Ist natürlich jetzt doof, dass der Feuer ist. Deswegen machen wir es lieber so. Er hat leider zu wenig Angriff, dafür ist er carried. Das ist nicht gut. Einfach zu feuerlastig in dem Deck gerade. Wer sieht es, ne? Also einmal angegriffen, jetzt wieder kontern mit drei Angriffen. So, das ist so stark. Es ist so nice. Okay. Nee, wir müssen nicht kontern, weil er eh nicht angreift. Wir behalten die Handkarten, greifen an. Dass wir nächste Runde mit dem Konter-Signalisten locken können. So, das hätten wir. Handschild. Blockreflexion. Reflexion heißt, dass wenn die Einheit blockt, dass der einmal den Angriff zurückschmeißt. Das ist insane gut. Für ihn. Returns block damage to the enemy. Okay, hier nehmen wir mal das Gold mit und ein weiteres Artefakt. Wenn Triple Used, next Fire Triple plus 1, Fire Triple Used, next Butter Triple plus 1. Gem of Fire und Stone, das ist interessant dann. Aber wir nehmen die Katze mit, wenn unser Leben... Können wir gar nicht, weil wir niemals Mana verbrauchen. Also funktioniert die gar nicht. Ich nehme mal das mit. Wollen wir eine Karte enchanten? Nee. Nee. Wir sparen unser Gold auf. Vielleicht kriegen wir jetzt was richtig Cooles. Vielleicht den Shop. Nee, aber ein Relikt. Triple Fire plus 2,5. Ist vielleicht einfach ein Feuerwasserbild? Das war nicht das, was ich vorhatte für das Video heute. Aber Hauptsache, wir gewinnen. Das habe ich mir nämlich ganz fest vorgenommen. Ich werde erst wieder ein Video hochladen, wenn ich auch einen Sieg schaffe. So.
So. Schon wieder Wasser, ne? Das kann nicht sein, ehrlich. War das jetzt der geblockt hat? Hat der Angriff zurückgeworfen? Ich hab's nicht gesehen. Oder braucht er selber ATK, um Angriff zurückzuwerfen? Das wäre wichtig zu wissen. Town of Rondons. Sorgt dafür, dass Gegner gestunt werden, wenn man sie zieht. So eine 30% Chance. Ein sehr starkes Item. Karte. Ja, dann machen wir da mal ein Schild drauf, wa? Wir müssen eigentlich mit der Karte den Angriff erhöhen. Wir behalten mal das Schild. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich es einsortieren sollte. So. Apps gesehen, ne? Wir haben die Karte gezogen und der wurde gestunt. Aber wir haben schon wieder nur Wassergegner. Wir sind vergiftet. Uncool. AOE Attack Required plus der ATK. AOE Attack Required finde ich ziemlich heftig. Also es gibt echt nicht viele Karten, die AOE haben. So, wir enchanten den Sound of Renidons, denn jetzt werden aus 30% 45%. Aber das ist viel effektiver. Wir haben 544 Gold. Taverne oder Equipment? Wir brauchen die wichtigen Karten jetzt. Wir müssen jetzt kaufen. Schamane. Oder? Wir haben nichts mit Pflanze bisher. Ja, komm, wir nehmen einen Schaman mit. Dass wir hier gegen die Wasser was ausrichten können. 30% Chance ebenfalls zu stunnen in der ersten Runde. Cool. Vielleicht wird sogar ein Stun-Bild. Wir gehen den linken Weg. Wir nehmen das Schwert mit. So, Counter. Slinger. Let's go. Beide wurden gestunt, weil Spawn of Rondons gezogen wurde. Also 19 Schaden kommen rein. Wir könnten sagen, wir machen jetzt hier mal eine Blockrunde. Die beiden behalten wir mal auf der Hand. Maintainen wir. Dann blocken wir jetzt richtig viel rein. Nice, hat funktioniert. Wie ich es mir gedacht hatte. So, wir nehmen davon keine Karte mit. Konsumiert 2 Mana. Und schert 50% auf das ATK mit der Karte an der rechten Seite. Könnte vielleicht doch krass sein.
Mit dem Wasserviech. So, ein Zuckerbus. Ein Lustdämon. Der unsere Karten klaut. Aber Undyne ist noch drin. Okay. Wichtig. Das hier nämlich. Ja, okay, es funktioniert. Kann man machen. Ja, gestand. Sehr schön. So, jetzt wird hier raus alles Pflanzen. Ah, ich hab den falsch gesetzt. Der hätte nach links gemusst, nicht nach rechts. Ach, das ist ja der Counter. Das ist sehr bad. Muss richtig auf die Order achten. Aber wir bauen ja auch nicht Schild auf. 88 Schild schon. Ja. Reaper Sight. Oh mein Gott. Damit können wir jetzt chainen. Wie bei dem Black Scythe. Auf was geben wir das? Ich würde sagen, wir heben uns das noch auf. Oder wir chainen auf den Schaman. Let's go. Das machen wir. Immer noch nicht? Okay. Chainen auf den Schaman. Okay, dann muss der Schaman noch irgendwie einen krassen ATK-Boost. So, Feuer. Hätte dem Wasser auf. Ah, ich hab falsch gespielt. War schlecht gespielt. So, so, so. Verzicht Damage. Oder lieber Black Scythe, komm, wir discarden das. Da haben wir auch halt 30 Schaden genommen, ne? Was so schlau ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich schon. So, Warrior und Rot haben wir schon, brauchen wir nicht. Dann können wir wieder nichts gebrauchen. Aber den Poison nehme ich mit. Poison-Trank. Artefakte. Triple Earth plus 2,5. Geil. Sehr geil für den Schaman. Siegfried. Wenn die Attacke fehlt zum Töten, dann kriegt er 50% ATK als Death. Nein, 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 nein. Wollen wir nicht haben. Equipment Store mit 510. Ring of Adaption ist das Key-Item überhaupt. Weil damit machen wir jetzt mit unserer Carry-Einheit auf jeden Gegner effektiven Damage, Mann. Das ist so geil. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich insane gut. Wir sparen unser restliches Gold auf. Machen jetzt AOE. AOE. Und wenn wir einen töten, wird er nochmal ein weiteres Mal angreifen. Und er bekommt immer Triple Bonus. Aber es ist. Also es ist vollkommen Latte, was für Attack- und Counter-Signal die Dingsbums wir haben.
Weil wir immer den Triple-Bonus von 2,5 bekommen. Okay, wir sind langsam auf einem guten Weg. Langsam wird das wieder ein Bild. So. Kombiniere und remove. Ja, ja, ja. Safe. Wir müssen jetzt das Deck kleiner kriegen. Sehr gut. Attack. So. Da haben wir mal nichts. Wir haben jetzt Schamane. Das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren, ne? Ja, ja. Solange einer stirbt, macht er weiter. Okay. So. Natürlich sehr lucky, dass wir jetzt hier gegen Wasser kämpfen. Wir könnten sagen, wir machen ja einmal ordentlich. Ja, müssen wir nicht immer hier discarden. Wir werden einmal jetzt Block aufbauen. Also Schild aufbauen. 60 Schild mit der Kombi. Oh, nicht schlecht. Und jetzt können wir sagen, wir machen AOE-Damage. Der wird den nächsten nicht killen. Wir haben leider keine Supporter. Warte mal. Das sieht schon besser aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, gefällt mir. Gefällt mir soweit. So. Entscharten wir was. Ne. Wir heilen uns nur, denn unser Leben ist für uns eine Ressource, mit der wir nämlich hier die Zauber benutzen. Okay. Ja, es kommt 50 Damage rein. Es macht nicht wirklich Sinn, jetzt hier auf Schild zu gehen. Tech. Und Counter haben wir schon mal. Da ist der Schamane. Let's go. Das Ding ist gerade. Okay, er lebt noch. Ja, schon, jetzt wurde irgendwie gebändigt, weil das so ein ganz komischer Sound war. So ein Feuersound. Aber gut. Ja. Wahrscheinlich wegen dem hier. So, Counter bringt nicht viel. Das ist aber ganz schön laut, dieses Feuergeräusch. Oh mein Gott. Das war der zweite Weltboss. 35% ATK und 30% Crit-Chance. Okay, wir brauchen noch einen dritten Slot auf den Schaman. Da muss noch ein dritter Slot rein. Gold. Eine Triple ist triggered. Next Straight plus Nummer 5. Leaderstone. All. Ah, Leaders. For one turn, all cards become the leader. Okay. So, blocking and attack, next all triples plus 0,1. Wir machen ja jetzt eigentlich nur auf Triples, ne?
Das ist eigentlich gar nicht der Bild, den ich machen wollte, aber der ist auch nice. Der Text bleibt gleich, ne? Okay. Nö. Zwei Karten kombinieren. Ja. Dann lassen wir das. Und wir gehen jetzt in die dritte Welt rein. Eine halbe Stunde in der Aufnahme. Das wird ein langes Video, auf jeden Fall. Attack-Signalist. Wagner. Die beiden Karten gefallen mir sehr gut. Text random Schaden. Okay. Wir verlassen. Wir nehmen natürlich das Max Life mit. So! Einer ist gestunt. Beide greifen aber sowieso nicht an. Runde nutze ich mal ein bisschen für Schild aufbauen. Wir machen hier eine Straight. Können wir nämlich Arachne wegschmeißen? Nee. Der hat zwar gar keinen Retreat. Ich hab die schon mal in dem Run gehabt und da hat die Retreat gehabt. Deswegen dachte ich, die ist immer im Retreat. Nee, dann. Dann ist das Quatsch. So laut, Mann. Warum ist nur diese eine Sound so unglaublich laut? Unknown Event. Attack, Attack. Wir haben zwei Attacks, wir haben einen Counter. Eigentlich. Weiteren Sound of Renidons. Und noch einen Attack auf seinen Knicken. Ich glaube, wir die gleichen Karten irgendwie. Aber ja. Wenn der Karte retreats, bekommt der Damage 2x size auf my draw pile. Okay, wir haben leider keine Karten, die retreaten gerade. Kleriker, nein. Auf gar keinen Fall. So eine Trash-Karte. Und wir werden enchanten, nämlich den zweiten, der stunt. Ja, noch zwei davon, oder? Bin ich blöd? Ja, genau. Zwei mit 45% Chance. Das ist sehr big. Okay, da oben können wir kombinieren oder removen. Ich würde sagen, ja. Aber ein krasses Item wäre schon cool. Nee, komm. Unser Schamane hat schon beide Items. Wir brauchen jetzt noch einen neuen Slot. So. Okay, gegen diese Lianen ist man niemals sehr effektiv. Aber wir machen trotzdem AOE-Schaden. Zwei sind gestunt. Ist das big, ey. Noch einer ist gestunt. Okay, jetzt können wir auch hier wieder voll auf Schild gehen. 83 Schild einfach so. Was hätten wir? 11 Archer. Hm.
Wir haben die ganzen Slingshot-Dinger schon, ne? Wir müssen langsam hier Items loswerden. Wir verteilen jetzt mal Items. So. Er kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt da. Der kommt bald im Müll, wenn das so weitergeht. Okay. Halt, haben wir es angeguckt? Ja, aber wollen wir nicht. Dann geht's weiter. Nächster Kampf. So, eine Straight wäre 2,5. Schade. Dachte, er macht einen Doppelangriff. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das war richtig kacke. Oh Mann. Hatte. War das straight? Ich hab grad nicht gecheckt, was passiert ist. Aber hier ist der Counter. Das war ein übles Missplay. Oh mein Gott. War das kacke. Verdammt. Oh Gott, war das kacke. Aber gut. Wir haben jetzt einen Mace. Einen Angriff, eine Verteidigung. Und weiteren Counter-Signalisten. Sehr schön. Kombiniere zwei Karten, eine größere. Ich würde sagen, wir können die beiden kombinieren. Nein, da brauchen wir auf jeden Fall zwei von. Wir werden die beiden Stinger kombinieren. In eine Pflanzentypen. Na klar. Stinger Level 3. 319 Gold in den Equipment Shop. Auf jeden Fall. Plus 50% ATK auf dem Black Scythe. Das ist sehr, sehr big. So. Boss Battle. Schade. Ich hab zu viele Karten im Deck. Das nervt mich so hart. Ich sehe nicht, was ich brauche.
Schaman ist halt nur gegen Gruppen gut. Das Ding ist ja scheiße. Dragon Scale required plus Shield required Death plus 4. Und Straight haben wir geleveled. Okay. 30, Max Leben ist big. Es gibt mir ein geiles Relikt, kommt schon. All turn, all courts bekommen Leaders. Next Straight plus 1. Nehmen wir mal den Gaming Mouse wieder mit, die kennen wir ja schon. Um gegebenenfalls straight zu upgraden. Ne. Wir haben echt wenig Gold gerade, wir müssen wieder Gold sparen. Burning Village. Eine dritte wäre witzig gewesen. Eine dritte davon wäre richtig witzig gewesen. Bin ich ehrlich. So, wir gehen den Weg zum Equipment. Nehmen sogar noch Gold mit. Cool. Das ist sogar eine Straight, wa? Nice. Frage mich, ob ich jetzt in diesem Run auch den Erfolg bekomme, dass ich 200 Schild aufbauen kann. Das wäre cool. Counter. Damit haben wir's. Attack-Elixier. Nehme ich mit. Da hätten wir die Saurons, die dritte. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Drei von den Dingern. Ich habe noch nie mehr als eine gehabt. Bis auf jetzt. So, wie viel wäre das? 48 und wir haben 20 Block. Ja, alles wäre... auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich hätte den Counter nach rechts machen müssen natürlich. Das war jetzt dumm. Okay. Attack. Counter. Das ist strong. Irgendwas stimmt mit dem Sound nicht. So, Counter-Spezialist Rot. Nehme ich mit. Name. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Attack und 1, 2, 3 Counter. Okay. So, plus 3 ATK. Retreat, wenn straight. Retreat, wenn triple. Stormblade. Der Charakter.
Cone plus 1. Block Cards create Shield of 30% Death. Okay. Die Schuhe geben wir auf einen von den, die wir nur ziehen wollen und nicht spielen wollen. Wie heißen sie hier? Town of Randy Dawns. Dass wir die wieder zurückziehen können. Eben auch auf Anach gegeben können, aber ist egal. Beide haben ja einen Effekt, dass man die nur ziehen will. Wir enchanten jetzt die zweite Town of Randy Dawns. Oder die dritte besser gesagt. Boss Battle. Das ist ein Goblin in einem. Hat so ein bisschen was von World of Warcraft, ne? Diese Goblin-Mechatroniker. Aber gut, sollen wir uns die ablenken? Attack, Counter. Oh, das haben wir. Das haben wir. Warte mal, ich habe eine Idee. Gib mir doch mal die scheiß Karte, Alter. Geht doch. Oh mein Gott. Wie Schild haben wir jetzt? Haben wir nicht? Lockhearts create Shield of 30% Death. Doch, haben wir bekommen, ne? Haben wir bekommen, mit Sicherheit, ja. Okay. And share 50 pin of its card to get card on the right. On the right. Egal. Irgendwas stimmt hier nicht. So. So. Triple Rot. Gehen wir mal, ja. Volle Kanne und jetzt let's go. Ah, er macht ja Furcht auflösend. Oh, das war ärgerlich, dass wir nicht zurückgehauen haben. So. Erst gestunt, okay. Wir haben fast 200 Schild. Let's go. ATK, Counter und... Wir brauchen eigentlich keinen Counter, ne? Wir machen es einfach. ...266 Schild, ey. Ist das insane. So. Wir brauchen eigentlich davon gar nichts. Auch den könnten wir eventuell gebrauchen. Naja, wir könnten zum Beispiel das so machen. Verlieren wir kein Leben. Vanish Attack. Gehen wir Maintain. Wenn der hier unsere Karten banishen möchte, dann werde ich hier mal irgendwelchen Scheiß spielen. Kann er gerne rauslöschen. Aber den Rest behalte ich. Okay, Counter brauche ich nicht. Er kriegt unseren Schild auch nicht runter, ne? Keine Chance.
Ah, ich hab den Attack-Signalisten wieder falsch platziert. Oh, Mann. Der ist jetzt raus. Er hat ganz schön Schwingkraft gezogen. Das war ganz schön viel. Pflanzen verwandelt mit dem Schaman. Oh, wie dumm. Das war ein richtiges Missplay. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss den eigentlich mit einem deinen Plus tot machen. Ansonsten wird das nichts. Unsere Andein ist weg, ne? Wir haben keinen Ablagestapel. Der hat unsere Andein gelöscht. So ein Halunke. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber gut, dass wir gewonnen haben. Plus 35% ATK, always the leader. Und Triple Water plus 0,5. Das ist so big. Okay. So. Always the leader. Always the leader ist, glaube ich, der Varia, ne? Nimm das Gold mit. Und gehen es in. Okay. Eine 60% Chance. Hier wäre es, glaube ich, sogar fast gut, wenn wir die zusammensetzen. Hier macht es Sinn. Und eine Enchanten eventuell? Jetzt sind wir in der Welt 5, im letzten Kapitel. Fast eine Stunde in der Aufnahme. Schaffe ich jetzt das letzte Kapitel? Das ist echt die Frage, ey. Das wäre big. Ich kann immer noch diesen Stab benutzen, Mann. Das gibt's doch gar nicht. So, was ist das denn bei einer? Attack Opus 1. Gain 50% after attacking. Der wird für jeden Angriff stärker, den er macht? Das wäre insane. Aber. Wir haben schon einen Pflanzen-Carry, ne? Lass mal das Deck so, wie es ist. Und wir gehen hier nach rechts. Okay, die Shadow-Elfen mit den Dolchen, die sind nicht das Problem. Die mit den Bögen sind das Problem. So. Wollen wir erstmal ein bisschen Schild auf, wa? Okay. Okidoki.
Schade, ist keiner gestorben. Aber jetzt ist er alle tot. Mana-Potion brauchen wir nicht. Obwohl, könnten wir eventuell doch brauchen für den einen, den man Mana benutzt. Auch für den Karten brauchen wir keine. Also wirklich beim Deckbau, weniger ist mehr. Einfach weniger Karten benutzen. Das ist so viel effektiver. Ach man, ich brauche doch auch noch einen Angreifer. Zwei Counter, die nicht countern. Dann lieber so. Meine Ohren platzen gleich mit diesem scheiß Schaman. So. Ist ein bisschen kacke, ne? Voll viel Damage, Mann. Okay, so geht's auch. Hä? Achso, ich hab da drauf gedrückt, okay. Wir gehen über 50 Damage durch. Nee, Mann. Nee. Gib mir jetzt bitte ein Undyne. Das ist so eine Frechheit, ne? Ich verliere so viel Leben, weil ich dafür rollen muss, dass ich hier Anleihen kriege. Die ich hier diesen Angriff aushalte. So, jetzt habe ich genug geschaltet. Jetzt kann ich hier ein Triple Fire spielen mit 3,5. Ich behalte mal die Hand hier unten. Jetzt kann ich wieder Triple Wasser spielen. Oder ich mache jetzt Damage. Wieder Triple Feuer spielen. Ich habe wieder den Attack nicht nach links gepackt. Ich bin so dumm. Das wäre noch ein weiterer Angriff gewesen mit dem Fetten. Dünne Scheiße. Thank you.
100 Leben noch. Gleich haben wir's. Gott sei Dank. Plus 1 ATK, Crit-Chance 40%. Okay. So. Hier haben wir auch den Barrier. Und jetzt der nächste Kampf. Wir haben nur noch die Hälfte des Lebens. Hier, hier, seht ihr diese Bogenschützen? Was sie überdeckt machen. Es ist so eine Frechheit. Was ist raus? Das haben wir noch. Das haben wir noch. Okay, darum habe ich auch so viele Counter- und Attack-Spezialisten genommen. Damit ihr bloß nicht schief gehen kann. Okay, wir haben Wasser auf Triple. Nice. Sehr nice. Let's go. Warte mal. Ach, ich dachte, das wäre auch ein blauer. Okay. Trotzdem. 140 Schild. Sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Er ist immer ein Leader, ne? Geil. Das ist sehr nice. Okay, Counter nach da. Wir haben Feuer-Triple. Oh, wir haben Feuer-Triple. Aber Straight wäre auch 3,3, wa? Und das hätten wir auch geschafft. Dark Priest, AoE Attack. Increase the card's attack by the left card's attack. Okay. Die, wenn man die früher kriegt, kann auch geil sein, glaube ich. Aber wir bleiben bei unserem Setup. Wir werden auf jeden Fall jetzt das Leben nehmen. Was ist es denn noch? Das ist noch ein ganzes Stück hier. So, eine rote Karte. Maybe. Grants Counterattack to all cards. Nehme ich mal mit, die hört sich sehr geil an. 5-5 Counterattack to all cards. Aha. Der K plus 1 für Cards with Shield or one or higher. Okay. Zum Glück keine Bogenschützen. Das war sehr lucky. So, Wasser wäre 3,5. Können aber auch sagen. Wir machen jetzt mal so eine bunte Mischung. Ist sowieso nichts effektiv. Können wir auch sagen. Machen das mal. Straight können wir buffen. Und direkt wieder 100 Schild. Und Feier ist mal 4. Wieder gestunt. Stage 2! Wer ist er denn? Er ist der Lichkönig. Und er hat 1485 Leben. Den habe ich ja gleich vergessen, dass es den gibt.
Oh Mann. Den habe ich echt komplett vergessen gehabt. Okay. Hilft alles nichts. Machen wir erstmal den hier links weg. Den rechts natürlich. Ja, den links rechts. Okay. Ah, schade, der kann den auch noch wegnehmen. Okay. Counterattack to all cards. Das wäre besser, ne? Schon. Schon ein bisschen. Ich glaube, uns Schilder zu geben ist wichtig. Bei dem hier. Der macht nämlich 5x 58 Damage. Der macht 250 Damage, mehr als 250. Sollte verboten sein, sowas. Okay. Attack Counter nicht vertauschen. Straight Waffen. Und los geht's. Oh Mann. Attack Counter. Ja. Sound of Rosinons hat wieder funktioniert. Sehr schön. Ja, es ist gebufft. Klar. Damit wieder Wasser gebufft wird in der nächsten Runde, dass wir noch mehr Schild kriegen. Mich eher so mit 300 Schild am sichersten. Jetzt noch nicht, tatsächlich. Weiß ja. Die gute. Jetzt fehlt mir noch eine Wasserkarte oder was? Gestunt! Und wir können wieder auf Feuer gehen. Hast du rechts auch eine ATK? Dings? Oh Mann, ey. Andein! Sehr schön. Den Schild brauche ich auch. Für den 5x58 Angriff gleich. Also wir kriegen ihn langsam aber sicher runter. Dauert noch ein bisschen. Okay, okay, interessant. Bauen unser Schild wieder auf. Haben wieder über 200. Perfekt, wir haben es gleich.
Wäre doch irgendwas, Mann. Wichtig. Jetzt können wir hier schön Schild wieder aufbauen. Und jetzt mit Feuer. Oder mit Wasser. Angreifen. Weil dieses hier, die Zauber, die gehen auf mein echtes Leben. Die gehen nicht auf den Schild. Ich bin gerade dabei, mich selber zu töten. Ich habe nur noch 78 Leben. Das fällt mir gerade erst auf. Ich hätte mich fast selber gekillt, weil ich ständig hier die Dinger hier drücke. Ich gewinne auch sowieso, also warum die Eile? Ich mach einfach sowas. Ja. Das war ein langer Kampf. Plus eine Text, dann Chance. Ja, ja. Jetzt dann sind wir schön. Unbedingt heilen. Equipment Shop mit 913 Gold. Ring of Attention. Dieser Ring sorgt dafür, dass wir immer effektiv angreifen. Aber auf wen? Er hat ihn schon. Black Scythe. Schmeiß ihn gleich weg, den Scheißstab. Der nie klappt. Wir können für 160 Gold kaufen. Diese scheiße Mücke. 160 Gold kann ich jetzt kaufen, dass ich 170 Gold kriege. Nice. Poison reduzieren nehme ich mit. Ansonsten haben wir alles, ne? Ja. Okay. Wir sind good to go. Wir nehmen noch das Relikt mit. Da oben ist der letzte Bosskampf. Drei Bogenschützen. Es ist so unfair, Mann. Es ist so unfair. What the fuck? Das ist doch nicht sein Ernst. Aber zum Glück habe ich den hier noch. Und zum Glück habe ich den hier noch. Und zum Glück habe ich die hier noch. Deswegen, alles gut, ist gut. Da habe ich schon 5 Zauber hier rechts stehen. Okay. 60 Damage, komm rein. Bombe, ist gut. Und ein weiterer Attack-Spezialist, na klar. Wenn die nicht immer geklaut werden, kann man davon nie genug haben. Leider kann er das nicht kriegen. Das bringt uns leider alles gar nichts. So. Okay, damit kann ich...
Damit kann ich leben. Das ganze Feld ist gestunt. Ist in Ordnung. Wir sind immer noch gestunt. Krass, krass, krass. So, Black Scythe. Attack und das. Er hat leider keinen besseren Boni gerade. Aber egal. Let's go. So. Jetzt können wir mit Feuer Damage machen. Wenn wir Feuer treffen würden. Aber das ist auch in Ordnung. Letztes Lagerfeuer, wir heilen uns nochmal. Und Boss Battle. Also es ist leider nicht der Bild geworden, den ich im Kopf hatte. Weil beim ersten Mal, da hatte ich mit nur 7 Karten den ganzen Deck gewonnen. Ich hatte eine Karte mit Retreat, so wie diese hier. Die man einfach zurückziehen kann. Was ich gerade gar nicht gemacht habe, die ganze Runde lang. Und sonst hatte ich immer die gleichen 6 Karten. Ich hatte immer die perfekte Kombination aus der richtigen Attack-Signalist, Defense-Signalist und so einer richtig krassen Karte mit dem Reaper-Cypher. Der hat AOE-Damage gemacht. Der hatte den Ring of Adaption drauf. Das wollte ich eigentlich nachbauen. Aber so bin ich auch trotzdem zufrieden. Der ist Pflanze. Der ist Pflanze. Der ist Pflanze, Mann. Das ist ja super einfach jetzt. Back Counter. Scheiße. Nein! Nein, Mann, warum wird sie... Aber ich glaube, bei dem Kampf kriege ich sie wieder. Ich glaube, die sind nur für 1 oder 2 Runden weg. Ja, das ist unser Symbol. Immortal 2. Immortal heißt doch unsterblich. Wie, der ist Immortal? Wie unfair ist das denn? Ah, okay. Okay. Er ist quasi geschützt und wenn ich ihn so und so oft berührt habe, dann kriege ich die Karten wieder. I see. Wichtig, dass wir jetzt hier ein bisschen Schild bekommen. Boah, den 3x133 Angriff. Ich verliere das noch. Ich verliere das noch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das bricht mich gerade. Das bricht mich gerade komplett. Oh nein. Ich weiß noch nicht, ob ich das hochladen werde oder nicht.
Falls ja, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So.